Rudolf Hanko, Sie sind der CEO von der Siegfried Group. Ihr Umsatz legt im zweiten Halbjahr besonders stark zu. Geht das so weiter? Wie sind Sie ins 2018 gestartet? Wir sind gut gestartet nach 2018 und mit Umsatz und Ergebnis liegen wir Stand heute gut über dem Vorjahr und wir gehen davon aus, dass das so bleibt. Nun ist es so, dass Sie die Finanzanalysten ein bisschen enttäuscht haben, auch bei der Rentabilität. Was sind da die Gründe? War man auch zu optimistisch in der Vergangenheit? Nein, wir waren nicht zu optimistisch. Wir haben ja unsere eigenen Angaben übertroffen. Nur sind die Analysten meistens davon ausgegangen, dass wir unsere eigenen Prognosen noch deutlicher übertreffen. Also insofern ist das eine Frage von Erwartungsmanagement. Aber von dem, was wir den Märkten angekündigt haben, sind wir, denke ich, besser herausgekommen, als wir es gesagt haben. Nun gibt es an der Schweizer Börse ein paar Konkurrenten von Ihnen. Bachem ist ein Beispiel, Lonza, die sind in den letzten Monaten nicht so gut unterwegs wie Sie selbst, seit Jahresbeginn beispielsweise. Müssen sich auch Siegfried-Aktionäre auf unruhigere Zeiten einstellen? Nein, also solange unser Geschäft läuft, wird sich die Aktie gut weiterentwickeln. Und wenn Sie es mal an den typischen Kennzahlen messen, ob das jetzt EBITDA-Multiple ist oder andere Dinge, haben wir ja eher noch Nachholpotenzial gegenüber den gerade genannten Wettbewerbern. Nun haben Sie heute angekündigt, die Dividende zu erhöhen. Ist das eine Vorgehensweise, die Sie beibehalten, auch in der Zukunft? Ja, wir bleiben bei unserer konservativen Ausschüttungspolitik. Es ist technisch nur für die Zuhörer bei Ihnen keine Dividende, sondern es ist eine Kapitalausschüttung, damit steuerfrei, nicht nur in der Schweiz, sondern auch in den meisten EU-Ländern. Und wir fahren da eine konservative Politik, weil wir halt wachsen wollen und deswegen so viel Geld in der Gesellschaft behalten wollen, um dieses Wachstumspotenzial auch zu finanzieren. Nun möchten Sie auch über Akquisitionen weiter wachsen. Wo sehen Sie die ideale Größe Ihres Unternehmens in Zukunft? 1 Milliarde Umsatz oder wo ist das so Ihr Ziel? Also wir werden organisch mittelfristig sicherlich in dem Bereich 900 Millionen wachsen. Das ist jetzt ohne Akquisitionen gerechnet. Und wenn Akquisitionen dazukommen, dann wird das halt deutlich über 1 Milliarde hinausgehen. Meine persönliche langfristige Perspektive ist, wer in diesem Markt mitreden will, der muss bis zur Mitte des nächsten Jahrzehnts, also 2025, muss der 3 Milliarden Umsatz haben. Das ist so meine Perspektive. Gibt es auch Übernahmeziele mögliche in der Schweiz? Die sehe ich im Augenblick nicht, aber das kann sich ändern. Sie stellen Chemikalien her für unterschiedliche Anwendungsbereiche letztendlich. In welchen Anwendungsbereichen sehen Sie großes Zukunftspotenzial? Wohin müssen sich die Augen richten in Ihrer Branche? Ja, wir haben ja ein Geschäftsmodell, was man als Rückversicherung beschreiben kann. Und das setzt ja voraus, dass Sie so weit und so breit aufgestellt sind, dass Sie mit all diesen verschiedenen Anforderungen klarkommen. Also für uns ist die Spezialisierung technologisch gesehen nicht der Weg zum Ziel, sondern gerade die Breite der technologischen Aufstellung. Also so beispielsweise Alzheimer-Medikamente, Krebs, HIV, gibt es da irgendwo ein Gebiet, das Sie finden, das entwickelt sich in eine sehr spannende Richtung? Aus der Sicht der Pharmafirma, ja, da sage ich, da sind sicherlich Gebiete wie Onkologie hochinteressant. Nur davon werden wir nicht profitieren. Wir leben davon, dass eine Anlage, die einen onkologischen Wirkstoff produzieren sollte, der von den Arzneimittelbehörden aber nicht zugelassen wird, dass der morgen einen Herz-Kreislauf-Wirkstoff herstellen kann. Insofern ist die Spezialisierung oder die Fokussierung auf eigene Indikationen, die ist für uns nicht zielführend.